Hallo zusammen, herzlich willkommen. Wisst ihr, was mir schon seit geraumer Zeit bzw. so einigen Monaten richtig gegen den Strich geht? Ja, das ist ganz einfach und zwar, ich habe derzeit kein System, ein dediziertes System für reine Benchmarks. Man nennt das Ganze auch Benchmark-System. Ich hatte mal früher eins. Das ist dann allerdings aufgrund der gestiegenen Anforderungen nicht mehr in der Lage gewesen, zum Beispiel aktuelle Grafikkarten bzw. neuere Grafikkartengenerationen zu befeuern. Natürlich könnte ich jetzt irgendwie durchs Lager gehen und mir irgendwas zusammenbasteln, was denn irgendwie funktioniert. Aber, und ich denke, sofern du oder ihr mir jetzt schon seit längerer Zeit folgt, wisst ihr ganz genau, wenn ich mir jetzt persönlich ein System baue, dann wird es etwas Besonderes. Und deswegen werde ich heute daraus und dort oben aus dem Koi 9 etwas richtig Geiles zaubern. Und damit würde ich sagen, möge das Benchmark-System für 2019 entstehen. Ich wünsche euch viel Spaß, ab geht's! Ja, meine Freunde, wie schon bereits erzählt, hatte ich ja ein klassisches Benchmark-System, klassisches Gehäuseaufbau und so weiter und so fort. Aber 2019 möchte ich einen etwas anderen Weg gehen und deswegen habe ich mich für das Tymatec Core P1 Gehäuse entschieden. Naja, sieht ziemlich komisch aus als Gehäuse, ist also eigentlich eher als Wandgehäuse zu betrachten und als Basis für das, was ich vorhabe, schon mal eine richtig geile Sache. Grundsätzlich sagt Tymatec, das P1 unterstützt Micro-RTX Mainboards in dem Größenfaktor von hier bis da und so. Und da dachte ich mir, naja, Micro-RTX muss jetzt nicht letztendlich sein, weil ja, ist ganz schön, aber bietet relativ wenig Optionen bzw. nicht die ganz so krassen Möglichkeiten bzw. auch Testmöglichkeiten. Trotzdem habe ich mir das Core P1 einfach besorgt, weil ganz ehrlich, das sieht so aus, als würde hier ein Micro-RTX Mainboard reinpassen. Und so war es dann auch. Und natürlich sieht man hier zum Beispiel, dass jetzt hier, naja, sagen wir mal 2 cm fehlen, um ein Micro-RTX Mainboard reinzupacken. Und ja, aufgrund dessen, dass ich hier so viele Möglichkeiten habe, das System bzw. das Core P1 so zu gestalten, wie ich möchte, habe ich das gemacht. Was mir bei all dem doch sehr wichtig war, ist der vertikale Grafikkarteneinbau. Dafür gibt es seitens Tymatec diesen Grafikkartenhalter dazu mit passenden Riser-Kabel und der wird dann sozusagen so verbaut, aber dadurch, dass dieser relativ hoch verbaut wird, normalerweise passt halt nur ein ITX Mainboard rein. Und da dachte ich mir, naja, nach unten ist halt viel Platz eigentlich noch zum Netzteil. Warum nicht das Ganze einfach tiefer setzen? Und das habe ich gemacht. Dafür waren letztendlich nur 4 Schrauben nötig. Und so habe ich das gesamte System, diesen Grafikkartenhalter für den vertikalen Grafikkarteneinbau, um ganze 2 cm runtergesetzt. Und siehe da, ein Micro-RTX Mainboard passt hinein. Und dadurch, dass ich jetzt ein Micro-RTX Mainboard verbauen werde, ist es so, aufgrund dessen Größe werden zum Beispiel hier in diesem Bereich die Lüfter verdeckt werden, um ein paar Millimeter, vielleicht einen Zentimeter. Aber das ist jetzt nicht ganz so tragisch, es ist mir relativ schnurzegal. Und da sind wir auch schon beim nächsten Punkt, und zwar das Thema Kühlung. So setze ich heute auf meinen derzeitigen Favorit, was Kühlung angeht, beziehungsweise auch den, naja, sag einfach mal, Geilheitsfaktor. Ich habe mich für die Asus Ryo 240io Wasserkühlung entschieden. Die sieht einfach unfassbar gut aus. Und ich habe mich letztendlich für eine Wasserkühlung entschieden, weil ein dicker Tower-Luftkühler mitunter, was die Höhe und damit auch Nähe zur GPU angeht, zum Problem werden könnte. Und anstelle der originalen Lüfter von der Ryo 240 setze ich auf die Silent Wings 3 von BeQuiet. Unterhalb der GPU landet dann ein 650 Watt Netzteil von BeQuiet namens Straight Power 11, ein vollmodulares 80 plus Gold, Silent Wings Lüfter ausgestattetes, ja, Netzteil und so weiter und so fort, mit aktuellen Schutzschaltungen und der Technik aus der Dark Power Pro Serie. Und natürlich gibt es noch ein Farbschema. Und für CPU und Mainboard habe ich mir schwarz-grüne Cable-Mod-Kabel besorgt und für die GPU gibt es letztendlich nichts. Warum? Ganz einfach, die Grafikkarte ist bei diesem Benchmark-System keine feste bzw. ja fixe Komponente, die immer vorhanden ist. Und falls ich jetzt irgendwie eine Grafikkarte habe, die weiß und orange ist bzw. ja rot und schwarz und dann dazu noch schwarz-grüne Kabel nutze, das könnte, naja, aus optischer Sicht schon ziemlich hässlich werden. Aus dem Grund nutze ich einfach die Standard-schwarzen Kabel von BeQuiet und damit sollte das Ganze eigentlich möglichst neutral aussehen. Damit kommen wir zu dem Thema, was auf jeden Fall bei diesem Projekt schon sehr speziell ist, und zwar das Thema Mainboard. Das Mainboard ist in dem Fall nicht wie von Tymatec beschrieben ein Mini-RTX-Ding, sondern in meinem Fall ein Micro-RTX-Mainboard
Und meine Freunde, das hier ist das teuerste Micro-ATX Mainboard, was ich jemals in den Händen halten durfte. 300 Euro und mehr kostet dieses Mainboard aus dem Hause Asus und die Rede ist von dem Asus Republic of Gamers Z390 Maximus 11 Gene. Es ist für mich persönlich das schönste Micro-ATX Mainboard auf dieser Plattform, der Z390 Plattform, mit fetten Kühlern. Das I.O.-Cover gibt es samt I.O.-Blende dazu und das Ganze ist einfach extrem geil. Ja, es hat nur zwei Arbeitsspeicherslots, aber mehr brauche ich auch nicht. Mal was richtig Schönes, was anderes als der absolute Mainstream und natürlich für meine Verhältnisse schon, das Nonplusultra, was ich hier irgendwo hätte einbauen können. In puncto Arbeitsspeicher setze ich, was ein Wunder, auf 16 GB DDR4 Trident Z Royal. Ich liebe diesen Arbeitsspeicher, optisch einfach wow und passt natürlich auch aufgrund, sagen wir mal, des Modernheitsgradsfaktor super zum System, sehr extravagant und mit 16 GB zu 3600 MHz komme ich vollkommen aus. Was bleibt, ist die CPU und ich dachte mir, ein Core i7-8700K ist schon eine geile CPU, aber ich dachte mir, ein Core i9-9900K ist geiler. 8 Kerne, 16 Threads mit mindestens 4,8 GHz und mehr. Außerdem ist das auf jeden Fall eine richtig krasse CPU von der Leistung her und so gehe ich natürlich auch jedes CPU-Problem aus dem Weg, sprich CPU-Limitierung. Fast vergessen, ich setze dann noch auf eine 1 TB SSD von Crucial und das war's, denn das Ganze kostet nur so, wie ich es jetzt gerade aufgezählt habe, euch gezeigt habe, ohne Grafikkarte, 1600 Euro. Das ist natürlich schon eine richtig krasse Ansage. 1600 Euro ohne Grafikkarte, das muss man auch erstmal irgendwie realisieren können. Aber ich dachte mir, scheiß auf Preis-Leistung, weil ganz einfach, das ist mein System, das muss ich nicht irgendwie verargumentieren, warum ich das jetzt so gebaut habe oder so gebaut habe und nicht irgendwie in der Preis-Leistungsschema. Wie gesagt, bei meinem System ist es immer so, dass sie schon so ein bisschen spezieller sind, gerade was das Aussehen angeht. Das kommt bei mir einfach daher, dass ich gerade auch in der Automobilbranche schon diese Einstellung vertrete. Ja, es ist ein Auto, aber für mich ist es mehr als ein Auto und für mich muss es auf jeden Fall auch schön sein. Das gleiche gilt für mich auch bei meinen persönlichen PCs. Es ist ein PC, aber der muss auch irgendwo geil sein, damit ich sage, das ist mein PC, damit bin ich zufrieden. Und jetzt habe ich wirklich genug gelabert. Jetzt wird das Ding zusammengebaut und dann gibt es noch ein kleines Pörnchen dazu. Ab geht's! Ja, meine Freunde, da haben wir das gute Stück. Auf jeden Fall optisch eine absolute Obergranate, finde ich richtig geil und mal etwas anderes als der übliche Standard. Alles andere als der Standard war auch der Zusammenbau, sprich ich musste in dem Fall nicht wie üblich mit CPU-Mainboard und das Ganze in das Gehäuse einbauen anfangen, sondern ich habe damit begonnen, erst einmal die Wasserkühlung zu verbauen, also den Radiator samt Lüfter. Dann folgten auch schon die Kabel, die hinter dem Mainboard durch ein Loch durchgeführt werden müssen und dann folgten die Kabel auf das Mainboard, beziehungsweise die wurden mit dem Mainboard verbunden. Dann konnte ich das Mainboard installieren und danach den Rest sozusagen, also schon ein etwas anderer Ablauf als bei der üblichen Standard. Konfiguration, aber so machte das Ganze auf jeden Fall richtig Spaß und ich habe bewusst darauf verzichtet, das Ganze jetzt zu filmen, weil das ist mein System und mein System bzw. meine Systeme an sich, die ich selber nutze, baue ich immer so einfach so ganz chillig für mich, mache mir da keinen Stress mit der Kamera über der Schulter blickend und so weiter und so fort und deswegen gab es jetzt letztendlich auch nur einen Porn und der Porn, muss ich schon sagen, der sieht schon richtig geil aus, bin ich super mit zufrieden und am Ende des Tages ist dieses System auf jeden Fall ein absoluter Blickfang und vor allen Dingen auch ein absolutes Unikat. Es sind Kleinigkeiten, die das Ganze schon sehr speziell machen, wie
zum Beispiel das Micro-RTX-Mainboard anstelle eines Mini-ETX-Mainboards. Und ja, ich habe mich am Anfang zweimal versprochen. Sorry dafür. Dann natürlich noch die Be Quiet Lüfter mit Asus Republic of Gamers Logo ausgestattet. Dazu noch der 3D-Druck Grafikkartenhalter, weil der originale, der beim Case mitgeliefert wird aus Metall, der war viel zu lang und den jetzt noch irgendwie zu bearbeiten, das war mir jetzt zu blöd und deswegen habe ich mir ganz schnell und einfach mal easy cheesy einen 3D- bzw. 3D-Druck Grafikkartenhalter selbst gemacht. Der wird natürlich noch farblich angepasst, damit das Ganze auch passt, weil blau, naja, passt jetzt nicht wirklich dazu, aber ansonsten ein richtig fettes System. Auf den ganzen anderen Schnickschnack, wie zum Beispiel die 4 Bolzen für das Glaspanel, darauf verzichte ich, weil, naja, Benchmark-System, da komme ich einfach besser rein, wenn es komplett offen ist und ich nicht ständig jedes Mal das Glaspanel ab- und anschrauben muss und deswegen, so wie es jetzt hier ist, wird es dann auch später zum Einsatz kommen. Ja, meine Freunde, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, wisst ihr ganz genau, was zu tun ist. Teilt das Video auch gerne mal unter euren Freunden, um zu zeigen, dass es auch mal etwas anderes gibt als nur den üblichen Standard. Recht herzlichen Dank auch an Asus und Co. Und damit bis neulich und ganz genau, ciao!